sagt, wenn man so schön sagt. Ja, und dann links kommt ein Bedürfnis. Männer links, Frauen rechts, ja. Da wurden die Böcke und die Kleider gefaltet, auch wie Gott, und dann wurden Bäume und Dickicht gesucht. Und dann hieß es, bitteschön, und verrennen nicht zu weit weg im Prinzip. Und dann kam möglicherweise noch eins dazu. Man hat ja nur ein bisschen bei den Reisen ja mitgenommen, Proviant, aber man hat ein paar Reichtümer gehabt, ein paar Schmucksachen umgehört, und unterwegs kamen dann ein paar liebe Räuberchen im Prinzip. Die haben dann gesagt, stopp hier, und du gehst los, bitteschön mal ihre Klunkern, wie die Räuber dann dachten, ablegen und bitte mal die Börsen aufmachen. Und man ist oben in den Taschen und so weiter in den Säcken drin. Naja, dann war die Post weg und. Also war schon ganz schön problematisch. Zumindest aber war es so, wenn Sie sich jetzt 200 Jahre zurückversetzt fühlten, wo Ihre Vorfahren dann sozusagen in der Nähe lebten, ja, die hatten ja gar keine andere Chance gehabt. Ja? Es gab ja außer Karren, Kutschen und Wagen keine weitere Sache. Und damals war es eben noch wirklich echt nicht was Lebendiges zwischen Mensch und Tier, immer eine Abstimmung, weil da auch nicht so einfach zu lesen, im Prinzip auch das entsprechende Tier dafür zu finden. Denn ich meine, man konnte ja nicht einfach nur einen Pony nehmen und hat dann irgendwie so eine 18-Tonner oder 23-Tonner Pferdekutsche gehabt oder Postkutsche gehabt. Wenn sie mit denen durch die Lande gezogen, ich meine, nach 3 Kilometern hätte das arme Tier sofort aufgegeben, Schnapp gemacht. Und der musste nur noch, wenn das nicht unterwegs Wechselstationen waren, musste er zumindest ja ein bisschen Heu, ein bisschen Hafer mit sich führen, musste zumindest einen Eimer haben, wo er irgendwo ein bisschen Wasser dann dementsprechend für die arme Vieh. Ja. Also es waren schon Dinge und Probleme, aber wie gesagt, ich komme nachher mal dazu, das ist die gelbe Bibel und wer die erwirbt, hat ein geistiges Wissen, was es, sag ich mal, in Deutschland fast, sag ich mal, ich will da nicht übertreiben, aber im Grunde genommen über die gesamte Entwicklung, das ist ja hier nur ganz kleiner Teilaspekt. Ich meine, die Räumlichkeiten und die Möglichkeiten geben ja so viel nicht her. Ja? In Preußen ihn hier präsentieren können. Ja, und vielleicht gleich, weil Herr Fiebig in der Nähe ist, wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht oben auf dem Bock. Wenn vielleicht eines Tages alles gut geht, wir haben ja ein fertiges Postkutschprojekt von 40 Trainer bis nach KW. Oh. Dann wird er sich damit einbringen wollen und dann wollen wir mal sehen, ob wir es vielleicht auf die Beine kriegen können. Es gibt woanders schon Anfänge und Versuche, aber wie gesagt, sind alle noch nicht so ausgereift, aber
Afibi, wir hören rufen. Ja? Ja? Alles klar. Ist super. Ja? Also, das, ist das war toll. Schönes Wetter. War schön. Ja, immer dran denken. Luftbereifte Kutsche. Gott sei Dank. Wenn Sie die hören, wenn die richtig beschlagen ist, insofern, dann wir unser Kopfsteinpflaster schon ein bisschen anders hier. Ja. Mit unserem wunderschönen Städtchen hinten, die Straße. Und ich hatte Glück gehabt, vor zwei Jahren auf einer richtigen 14-Personen-Postkutsche. Es war im Dezember, am 9. Dezember in Briesen, Schloss Briesen, zu sitzen. Da war gerade Misswahl gewesen, da sahen die Miss alle so schön. Blöde Schafe um, die haben hier vorhin wie sonst was. Aber es waren drei Lokale in der Nähe und jeder hat da dann einen schönen Schnaps gekriegt gehabt. Und damit war das alles gut abgegessen gewesen. Ja. Ja, also herzlichen Dank nochmal. Ja, bis dann. Denn. Tschüss. Vorsicht bitte. So. Also, Sie als Erster. Ja, na ist ja. Danke. Bitte. Sind noch ein paar mit die Pfannenmelone? Ja. Okay. Darf ich mal hier durchschneiden? Also nochmals, wir freuen uns, dass Herr Wehr seine Ausstellung, die Postgeschichte im ehemaligen Preußen, hier heute in unserem Museum in Mittenwalde eröffnet. Und ich würde dann an Herrn Wehr übergeben, weil er ja zu dem Thema noch ein paar netten Worte sagen möchte. Gut, ich werde nicht allzu weit ausschweifen, denn das meiste kann man ja auch selbst nachlesen. Das ist ja unnütz, wenn ich Ihnen das, was da geschrieben steht, nur alles nochmal vortragen würde. Deshalb ist auch wie beim Film, warum soll man erstmal mit dem Inhalt anfangen und will man die Besucher von denen ja selbst dann sehen oder auch die Bilder oder die Erklärung. Ja. Wie kam es dazu? Frau Schmidt und ich, wir kamen in Kontakt und zumindest aus der Frage Geschichte und Ähnliches kam dann irgendwo die Frage hoch, könnte man in der Form was machen, und haben wir uns dann geeinigt. Und letztendlich haben wir uns auch über die Räumlichkeiten dementsprechend dann orientiert. Und kann dazu sagen, manchmal kommt man ja, ist jetzt nicht unflätig gemeint, aber wie eine Jungfer zum Kinn, dass man einfach irgendwo durch Geschenke oder durch Fundus irgendwo einmal auf eine Sache stößt, wo man dann sagt, Donnerwetter, da gibt's was und so weiter. Und letztendlich, weil ich, wie gesagt, ja noch meine Liebhaberei bei uns oben im Funkerberg in Königs Wusterhausen habe, ist das ein Teil einer Ausstellung gewesen, der in der Urania in Westberlin, in dem sogenannten Postmuseum in Westberlin damals stand. Und da habe ich mir gesagt, so eine Sache schnell retten. Und sonst wäre das, wie gesagt, heutzutage nicht möglich gewesen, das alles nochmal aufzuarbeiten. Ja, und da haben wir jetzt geeinigt, dann, wie gesagt, hier für den Mai diese Art der Ausstellung mal zu machen. Grund ist im Grunde, oder der Grund dazu ist eigentlich, dass die Historie, gerade speziell was diesen Bereich betrifft, jetzt hier ein Teil der preußischen Geschichte, eben in der Form, gerade was Postverkehr, Posttransport und Ähnliches war, dass man das vielleicht hier heutzutage gar nicht mehr allzu wahrnimmt und mehr, wie gesagt, auf der musealen Strecke irgendwie versucht, das eine oder andere vielleicht hier wieder mal in die Gegenwart zu überbringen. Die Tradition zumindest und die Historie, die jetzt zumindest für unsere Vorfahren vor 200 Jahren und die auf der Kutsche saßen, haben ja so ein bisschen das erste Mal den Eindruck gekriegt, wie das ist, wenn man ja nicht bloß eine Spaßfahrt für 10 oder 20 Minuten macht, sondern man muss dann sozusagen, wie Sie es hier dann auch lesen können, vielleicht 4 Tage, 6 Tage oder 8 Tage unterwegs sein, wie Sommer, wie Winter und mit Sack und Pack und so weiter. Und daher, wie gesagt, ist das eigentlich ein Gefühl, dass hier Mensch und Tier und die Naturgewalten eigentlich noch so ein Zusammenspiel erzeugen, was man heute in der Form überhaupt nicht mehr kennt, auch nicht kaum nachvollziehen kann. Ich meine, man kann sich diesen Spaß ja schon machen, das zu rekonstruieren, aber das, was alles damals ernst war, das, was alles notwendig war, das können Sie zum Teil hier in der Ausstellung auch ein bisschen nachvollziehen. Der Hauptbereich, wie gesagt, ist gerade speziell die Postkutschengeschichte. Speziell ist auch noch ein klein bisschen die Frage der Einführung der Briefmarken und die Frage auch dessen, was kann man denn aus diesen Gedanken insofern heute wieder noch übertragen. Und in den letzten Tafeln, in den letzten 3 Tafeln kann man einige Aktivitäten sehen, die sich daraus jetzt ergeben haben, dass man die Tradition wieder aufnehmen will. Es gibt, um das kurz noch mit anzureißen,
Jetzt die Frage, die größte europäische Baustelle, Landschaftsbaustelle ist momentan die internationale Bauausstellung in der Lausitz, die von 2000 bis 2010 geht. Man hat Gott sei Dank da ein bisschen auch auf die Tradition, obwohl das sind ja fast alles nur ausgekohlte Resttagebaulöcher, die man also wieder rekultiviert, dass man aber die Orte, die alle jetzt abgebaggert wurden und ähnliche Straßen und so weiter, dass man das jetzt so hinbringen will, dass man einen Rad- und Kutschweg in die Lausitz initiiert, der 365 Kilometer lang sein wird. Und das war eigentlich so ein bisschen ein Aufhänger, weil ich aus der kommunalen Seite jetzt mit dieser Sache auch ein bisschen zu tun habe, dass also die Frage ist, wenn bis 40 Trainer unten sozusagen die eine Möglichkeit besteht, diesen Kutschweg zu initiieren, haben wir dann in einem Projekt, und das haben wir auch hier bei uns, und das habe ich auch gerade mit Herrn Fiebig angesprochen, dass wir so eine historische Postkutschenreise von 40 Trainer, da gibt es ja ein herrliches schönes Wasserschloss, bis hier oben nach Königs Wusterhausen, und die Strecke ist alles ausgemessen, alle Orte beschrieben, alle Gaststätten und Möglichkeiten auch der Reiterhöfe und so weiter. Also daraus sieht man den Bogen, was jetzt damals in Preußen Tradition bzw. tagtäglich war, kann man möglicherweise wieder auch mal aufleben lassen. Natürlich ist eins, das ist eine elitäre Sache, ich sage mal nicht wie der Golfsport, aber zumindest ist schon eine Sache, sich auf einen harten Kutschbock zu setzen, das als Hobby und als Feriensache wahrzunehmen und letztendlich nachher aber wenigstens in dem Erlebnischarakter, dass man in sogenannte Pensionen mit einem schönen alten Bauernbett noch vielleicht schlafen kann, dann sind diese Qualen schon ein bisschen ausgestanden. Also ich will bloß, wie gesagt, ganz kurz sagen, dass ich hoffe, dass Sie da an dieser Sache etwas Freude und Spaß finden. Ich werde auch auf eine oder andere Frage auch antworten können, aber letztendlich die Haupterklärungen sind eigentlich alle aus den Artikeln zu ersehen. Und es sind ja auch regionale Aspekte hier, zum Beispiel, man ist hier eine Chausseekarte, wo man Berlin hat und hat hier die ganzen Maßstäbe insofern, welche Straße wann wofür gebaut wurde und so weiter. Also man kann sich schon ein paar Informationen hier auch entnehmen, wo man vielleicht die Straßen, die heute entweder vielleicht keine Bedeutung mehr haben, aber damals zumindest ein Hauptwege waren, dass man das zumindest auch selbst rausfinden kann. Ja, Frau Schmidt, in dem Sinne möchte ich sagen, war ein guter Auftakt gewesen. Wir hatten eine Kutsche da und wie gesagt, ich hoffe, dass wie gesagt genügend Besucher kommen. In dem Sinne ja, möchte ich anstoßen auf den, ja, dass bis zum Juni dann recht viele Besucher herkommen. Nee. Ja, bitteschön. Es gibt ja hier Beschreibung zumindest in der Form, dass auf den Spuren der Postkutsche speziell. Bist du jetzt mal runtergefallen von Ihrer Brücke? Oh ja. Ja. Dass man also hier die Strecken speziell, also ich meine, ich könnte es jetzt nicht vorlesen, aber 1650 wurden jetzt hier in der Mark dann das Postwesen sowohl eingeführt, aber dann auch die Poststraßen. Und es gab dann dementsprechend 14 Hauptpostkurse und auch dementsprechende Posthaltereien und Postämter. Das war also, wie gesagt, ja damals mit dieser Art der Postzustellung oder dem Posttransport ja doch etwas anders wie heute ist. Und unter anderem gab es kleine und kurze Strecken, die Anschluss an großen Hauptstrecken hatten, sowohl Nord-Süd als auch im Prinzip auch nach Ost-West. Und unter anderem war hier Mittenwalde, man erreichte Mittenwalde nach einer Abzweigung über Tels, die nächste Stadt dann nachher nach Zossen, mittels sogenannter Karajolpost, also einer mit leichteren Wagen, so ähnlich, sage ich mal, in etwas abgewandelter Form, nicht mit luftbereiften Rädern, ging jedenfalls dann eine Verkehrsbindung über Töpschin, Exdorf, nach Teupitz, Halbe, Wendisch-Buchholz, Lüppen, Barut, Luckau und weiter nach Görlitz. Also es gab da die Möglichkeit, sowohl Görlitz als auch die Dresdner Poststrecke und über die Dresdner ging bei uns in Motzen, ja, das ist auch die Postsäule da noch. Und so ähnlich ist ja auch hier die Frage, dass man hier eine Postsäule hier oben noch im Busendorf hat. Also das sind so Maßstäbe, die auch die preußischen Meilen bis nach Berlin darstellen. Und anhand dieser Sachen, wie gesagt, können Sie dann persönlich selbst nachlesen, sehen Sie dann, wo unsere markanten Punkte jetzt zumindest in der Region waren, die also hier eine Bedeutung damals hatten und vielleicht auf das eine oder andere, vielleicht historisch, touristisch gesehen, vielleicht mal wieder haben werden. Und die, die heute hier schon mal rumgefahren haben, gesagt, das ist wunderbar, warum machen wir nicht eine Stadtrundfahrt hier ständig? Also man sieht jedenfalls zumindest, der Anklang ist da.
Und man muss es natürlich bloß so irgendwie versuchen, eben bei Schönwetter ist alles gut und schön, ja, aber ja, auf eine Kutsche und bei Regen, also ich meine, ja, da ist das Vergnügen schon nicht mehr so, aber das wäre genau dann ein Gefühl, wo man sagt, ach, meine Großeltern und meine Vorfahren, die waren nun mal und waren jeden Tag darauf angewiesen. Also da gab es die Abfahrtszeiten, dann Tabellen, wo der Abfahrtstermin drauf stand, man kriegte auch dementsprechend ein Billett dafür. Hatte auch wie beim Flugzeug auch nur einen gewissen Grad an Post oder beziehungsweise Pakete, die man mitnehmen konnte. Aber damals war es noch so, dass also die Post im Grunde genommen nicht unbedingt jetzt für die Person, also die Postkutschen zwar schon, aber nicht so überwiegend jetzt den Hauptart des Transportes für die Personen da war, sondern für den Transport von Gütern. Und da passierte etwas schon so, wie es vielleicht auch bei Anfang der Eisenbahn war, wo man Güter transportiert hat, hat man den Menschen dazu getan, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Also war das schon mal so, dass man zwischen Körben mit Hühnern und irgendwie ein Heringsfass dazwischen saß oder musste draufsetzen, irgendwie was auch immer. Also es war nicht so amüsant, dass man da mit seinem Gehrock und mit seinem Kleidchen oder mit seinem Überwurf da irgendwie nur da gesessen hat, gesagt, Donnerwetter, wann kommt der Ober, der mir noch den Kaffee irgendwie an Platz bringt. Es war schon also dann in diesen Kutschen, da waren die ja auch so eng gewesen, also das Knie-zu-Knie-Gefühl, das war nur manchmal dann, wenn es so 6-8 Stunden ging, also da waren die blauen Flecke jetzt wirklich, was der Fahrerei dann passiert. Also ich denke mir, es ist schon schön oder ein Spaß, sag ich mal, den ich mir auch damit ein bisschen verbunden habe, diese Sache so wenigstens ein bisschen aufzuarbeiten, um von damals mal den Bogen sozusagen vielleicht für heute zu schlagen, wo man irgendwie Möglichkeiten sieht. Also wir haben, wie schon andeutete, ist einmal die Sache mit der IWA, mit dem Postkutschweg, der jetzt also durch die Lausitz geht. Und es gibt noch eine weitere Idee. Es gibt einen, da will man sagen, im Leben gibt es ja immer noch manchmal einen Verrückten, der noch ein bisschen verrückter ist als ich selbst sozusagen. Und es gibt einen Polen, einen Herrn auf Gianni, der hat vor 3 Jahren die Idee in Zielona Góra oder Grünberg, wie es damals ja mal hieß in der Zeit der Post, der preußischen Post, der also den Gedanken hat, von Polen aus, von Zielona Góra, da war ein großer Postbahnhof damals mal, also in Preußens Zeiten, eine Möglichkeit zu suchen von Zielona Góra bis nach Berlin. Der wird also sozusagen mit hier fast durch unser Territorium kommen, sodass also die Möglichkeiten beständen, sage ich jetzt mal. Aber ich sage es mal so, ich habe also ein Bekannten mit einer Postkutsche in Guben und der ist schon 2 Mal nach Polen rübergefahren. Also momentan merkt man von der Fusion Europa noch relativ wenig, selbst wenn man über durch die Altstadt jetzt sozusagen nach Kubin rüberfährt, dass man über die Stadtbrücke fährt. Die Polen sagen, das ist kein öffentliches Fahrzeug, die Deutschen sagen, das ist kein Transportfahrzeug. Wie ist das mit den Pferden im Prinzip? Haben die veterinärmäßig alle Atteste oder irgendwie was? Passt die gespannt auch zusammen? Das ist ein Weibchen-Tier und männliches Tier und wo können die gewechselt werden? Also wir haben bis zum Europaabgeordneten bzw. bis zum Bundestagsabgeordneten versucht, diese Sache mal zumindest in die polnische Kommission für die EU-Sache mal rüberzubringen in Brüssel. Die haben sich eher für die Krümmung der Banane interessiert, als dass sie jetzt sagen konnten, wo man möglicherweise irgendwo sagte, wie man nun wirklich mit einer touristisch bewerteten Postkutsche möglicherweise von einem Stadtteil Guben bis nach Gubin sozusagen wenigstens rüberkommt. Und der Pole, wie gesagt, ist daran auch selbst schon gescheitert. Wobei man eins sagen muss, die Polen sind in der Sache rein, was die landwirtschaftliche Sache ist. Die haben eine Agrotouristik, Agrokultur haben die dort bei sich. Die sind bei sich im Grunde ein Stückchen weiter wie wir hier. Nur die Frage ist, bei denen ist wieder ein anderes Problem, da gibt es zu viel Neider. Der eine, der es anpackt und gut macht im Grunde genommen, der wird schon wieder gelitten im Prinzip, weil der es geschafft hat. Und dadurch wird dann wieder irgendwie, denn südlich von Potsdam ist ein großer, riesiger Postkutschenbau. Also es werden täglich da in Potsdam 2 Postkutschen gebaut. Täglich. Also in der Woche, jetzt nicht die Sonntag, täglich 2 Postkutschen gebaut. Aber die gehen dann nach USA, ne? Die gehen meistens irgendwie jetzt in die westlichen europäischen Länder oder nach USA, weil die es als Gag machen. Da kann man in den USA eines Tages passieren, einen großen Track, einen Verzug zu sehen, wo bei uns die PKWs draufstehen, sind da nur Postkutschen drauf. Ja? Die werden dann möglicherweise, einmal wie gesagt, vom Verladen her über Land gebracht, aber die Frage ist, sie werden auch als Sammeltransport genommen. Ich meine, die riesigen Weiten im Prinzip, da kann man ja
Monate unterwegs sein sozusagen, aber da ist es Tatsache so, da werden die von einem Punkt zum anderen und werden dann wieder stationiert und werden ein bisschen in Texas oder irgendwo dann wegen meiner jetzt dann irgendwo als Depot und da stehen eben dann 30, 40 Kutschen und die sind dann touristisches Highlight und da kann man einsteigen und kann dann ohne Touren machen, ja. Die brauchen auch keine grüne Karte. Ja. Die haben ja keine Versicherung für die Kutsche ausstellen. Wobei, also ich muss es ehrlich gestehen, um das abzuschließen, es ist eine sehr aufwendige Sache. Ja, also sowohl der Kutschenbau ist nicht billig, als auch die Tiere unterhalten oder erstmal anzuschaffen, unterhalten und so weiter. Also es ist, deshalb sagte ich vorhin schon, etwas elitär, so eine Tour zu machen. Aber ich sag mal, die Attraktion, und das haben mir viele bestätigt, ist eigentlich die, diese sogenannte Naturverbundenheit wieder zu spüren. Ich weiß nicht, einer der Damen sagte, wenn man die Hufe hört, ja. Ja. Das war so wie, als wie Musik auf dem Ding, da brauchte man gerne Radio, kennt der Hansel, irgendwas, ja. Und das eben in einer ganz anderen Form zu erleben, das gibt es ja kaum heute. Und das wäre eben eine Maßgabe, wo man das schaffen könnte, sage ich mal. Aber wie gesagt, das ist nicht eine Sache, die man bloß mit 5 oder 8 Euro jetzt insofern für eine Tour machen kann. Da kommt schon ein bisschen mehr zusammen und zumal es so ist. Die laufenden Touren in Deutschland, Sie sehen es auch da hinten in der letzten Tafel, sind die auch mit angegeben. Und wenn Sie da einen Blick haben, die Tafel hinten ganz oben, das Bild, da ist sogar eine Postkutsche, die mit Bundespostzeichen, mit Horn sozusagen, alles ausgestattet ist. Also eine öffentlich zugelassene sozusagen. Also da kann man richtig mit der Bundespost fahren. Die läuft unten in Bayern und da passen 16 Leute drauf und rein. Also ich meine, das ist dann schon ein Highlight, wo man dann sagen kann, da, und es ist auch relativ angenehmes Fahren. Ich meine, diese technischen Fertigkeiten, die damals alle, sag ich mal, so notgedrungen waren, die, man sieht es ja aus den Gewichten, die 40 Zentner hatten eine Kutsche gewogen, später gab es auch etwas leichtere. Das ist einfach die Fahrt, eine Materialfahrt und heute ist es so, die technischen Bedingungen, die heute notwendig sind, die der TÜV dann wieder abnimmt. Da muss eine Schnellbremsung dran sein und alles. Also trotz Pferd und Wagen irgendwie muss das alles so der Hightech sein, Beleuchtung muss dran sein und alles. Also die gewisse Rat von Romantik, es fällt ein bisschen weg, aber trotzdem, ich meine, es wäre für mich auch schon ein Highlight, wenn man so eine Postkutsche hier mal durch Mittenwalde fahren sehen würde. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, schauen Sie es um und wie gesagt, viel Spaß dabei. Dann erwähnen, wenn Sie sich die Ausstellung angesehen haben und das Museum, haben wir vorbereitet Kaffee und Kuchen für Sie. Können Sie gern in dem Raum dort nebenan. Und dann möchte ich noch auch ein bisschen Werbung machen für unser Museum. Wir haben am nächsten Sonntag, am 18. Mai, ist der Internationale Museumstag. Und da findet dann hier am Nachmittag ab 14 Uhr findet auch eine Veranstaltung, ein Museumsfest statt. Und dazu würden wir Sie auch alle ganz herzlich einladen. Und dann für Vergnügen. Nun gut, dann mache ich noch ein Stückchen Eigenwerbung. Wir sind auch beteiligt, also in der Fahre jetzt, dass ich ja oben noch den Funkerberg in Königs Wusterhausen betreue. Wir haben von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr Konzert. Das ist das sogenannte erste Sonntagskonzert aus Königs Wusterhausen. Ist angelehnt an den 13. Mai 1923. Dort wurde das erste Mal dort noch illegal ausgestrahlt. Und das versuchen wir so ein bisschen PHP auch mal traditionell noch ein bisschen, wie gesagt, wir vom Konzertdirektor hierher kommen, genau. Im Prinzip hat einen Bogen geschlagen. Also wann? 11:30 Uhr? Ja. Um 11:30 Uhr. 11:30 Uhr. 11:30 Uhr. Ach so, ja, vielleicht, Entschuldigung, vielleicht, ja, wenn der Herr mich gerade anspricht, weil ja hier eine Besonderheit ist, wo mancher sagt, naja, also so ein Ding im Prinzip, jetzt bringt er hier eine Pferdebahn irgendwie. Es gibt ein Highlight hier uns, bei uns in der Lausitz, bei Goyaz unten, ist ja nicht ganz so weit, also hinter Lüssen. Da gibt es ja einen Techniker, einen Fan im Prinzip, der sich also mit der Fahrer damals mit der Bahngeschichte sofern dort unten beschäftigt hat, wo er meinte, welche technischen Möglichkeiten, also die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab, gab der Dampf schon und so weiter. Aber er hat eins gemacht bei dieser Sache. Es ist eine Pferdebahn gewesen. Und die Pferdebahn ist nicht so, dass man sich vorstellt, so wie die Postkutsche nur auf der Straße trabt, sondern die Pferdebahn lief früher auf Schiene. Aber die Pferde lugen jetzt nicht zwischen den einzelnen Schwellen jetzt nur irgendwie mal, sondern die Zuglokomotive war so konstruiert, dass auf der, wie auf einem Laufband, vier Pferde drauf waren.
die sozusagen die Hufe, wie man heute Fitnesstraining macht, wo die Damen immer dann schön festhalten und dann laufen oder wie auch immer, dass die Pferde, wie gesagt, auf dieser lokomotivartigen Gefährt. Und das ist wirklich so zum Einsatz gekommen? Das ist zum Einsatz gekommen, ja.